Pullback Reversal. Wie tradet man ein Pullback Reversal? Was ist ein Pullback Reversal? Was ist der große Vorteil davon? Alles in diesem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Thema Pullback Reversal. Im letzten Video gelernt, wie man ein Reversal tradet. Heute erkläre ich euch, wie man ein Pullback Reversal tradet und was der große Vorteil ist. Kurz vorab. All diese Videos, die ihr gerade seht, die ich mache, jeden Tag gibt es ein neues Video. Abonniert diesen Kanal, dass ihr davon nichts verpasst. Plus solche Fragen zum Beispiel oder Wünsche von den Videos, es kommt meistens von Patreon. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel bei Patreon aktiv sind, dort frage ich immer mal wieder, was ihr euch wünscht. Wenn sich was gewünscht wird, wenige Tage später kommt sofort ein Video online. Meistens für die Patreon-Leute auch. Diesmal, weil das so allgemeine Sachen sind, die sehr, sehr wichtig sind, kommt es auch auf YouTube, dass ihr mal seht, wie wird was erklärt, was mache ich so auf Patreon, wenn ihr könnt euch Sachen wünschen, Sachen werden erklärt. Für die, die es nicht wissen, Patreon ist mein Live-Trading-Room, Link ist unten in der Videobeschreibung, schaut gerne mal vorbei. Ich mache jeden Tag zweimal Live-Trading, 15.30 Uhr, 21.15 Uhr, deutsche Zeit. Wir machen im Schnitt 3.000 Dollar am Tag plus. Weiter geht's mit dem Video. Also, Pullback Reversal. Wir haben im letzten Video gelernt, Reversal ist, der Markt läuft in eine Richtung und wir korrigieren. Ganz simpel. Wichtig ist, in einem Bereich, wo wir vorher nicht waren. Was ist denn jetzt das Pullback Reversal? Das Pullback Reversal bedeutet nichts anderes. Wir prallen von einem Punkt ab, wo wir vorher schon mal abgeprallt sind und traden damit gegen die aktuelle Richtung. Wir sehen, wir sind hier von einem Punkt abgeprallt. Wir haben eine Abwärtsbewegung. Dann gehen wir in eine Aufwärtsbewegung, prallen von diesem Punkt wieder ab und erreichen diesen Punkt und wir wollen wieder in die Abwärtsbewegung reingehen. Wir sehen, das war eine dynamische Aufwärtsbewegung. Der Dark Absorption Front Pushing Level, schöne Bewegung. Und dann erreichen wir einen Bereich, wo wir vorher schon mal abgeprallt sind, prallen davon wieder ab und traden dann gegen die aktuelle Bewegung. Das heißt, es ist kein Pullback, sondern wir haben eine starke Aufwärtsbewegung in diesem Moment und wollen gegen die Bewegung traden, weil wir in einem Bereich sind, wo der Markt sich schwer getan hat. Das hier wäre quasi unser Trigger. Das hier wäre dann unsere Entry-Kerze. Der große Vorteil von Pullback Reversals ist, dass Praller von verschiedenen Leveln, wo der Markt sich vorher schwer getan hat, natürlich viel, viel, viel häufiger vorkommen. Und wir ein klar definiertes Level haben, wo muss unser Stop hin. Wir wissen, wo hat sich der Markt vorher schon mal schwer getan. Das heißt, wir können mit Alerts arbeiten, wir können das Level markieren und wir müssen nur noch darauf warten, dass der Markt wieder in diese Bereiche kommt. Und dann erkennen, dass der Markt zum Beispiel im Bereich X nicht weiter möchte. Und dass wir dann erkennen, okay, der Markt ist jetzt auch bereit, von diesem Punkt wieder abzuprallen. Die Gegenseite wird stark und wir können in den Markt rein und können in dem Fall ein Pullback-Reversal traden. Ne? Schauen wir uns das Ganze doch mal im Detail an. Was haben wir denn hier? Wir haben hier extrem viel Volumen am Top. Ne? Das heißt, wir haben eine sehr starke Absorption. Wir haben einen Outside-Pock, ne? Der Kerze ist außerhalb des Kerzenkörpers. Und wir haben eine Divergenz. Wir haben so eine doppelte Divergenz. Wir haben einmal eine negative Kerze mit positiven Delta und wir haben einen positiven Pock mit negativer Kerze. Das heißt, wir haben eine ganz, 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 ganz starke Divergenz, ganz starke Absorption und ein Auszeitpock plus. Dann sehen wir ja sogar noch, dass wir unser Value Area High in diesem Bereich haben. Das heißt, wir haben vier Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass wir an diesem Bereich drehen. Das heißt, dieser ganze Bereich hier ist ein ganz, ganz interessanter Bereich für, machen wir mal einen rot-weißen Short-Bereich. Das heißt, dieser ganze Bereich irgendwo, wenn wir wieder in diesen Bereich kommen, ist ganz, ganz interessant für weitere Short-Trades. Aber auch, wenn wir diesen Bereich brechen, ist das Ganze hier oben für Longs weiter interessant. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr versteht, wir wollen solche Bereiche nicht grundprinzipiell einfach nur shorten. Wenn solche Bereiche gebrochen werden und wir sehen, dass die Köpfe danach tief weiter reinkommen und den Markt hochpushen können, ist das genauso gut ein Long-Bereich. In dem Fall hat sich jetzt hier aber ein Pullback-Reversal ergeben. Und was ist jetzt das Besondere? Wie können wir das Ganze traden? Erstmal sehen wir ja, dass dieser Bereich hier starker High-Volume-Bereich ist. Wir haben sehr viel Kontrakte, 1000, darunter 600, darüber 600. Das heißt, sehr viel Volumen auf sehr kleinen Raum wird gehandelt. Was passiert dann? Wir traden in diesen Bereich hier nochmal rein und dann haben wir hier auf einmal Low Volume. Das heißt, wo hier noch absorbiert wurde, wo viele Käufer versucht haben, den Markt hochzupushen, haben hier schon die Käufer aufgegeben und haben gesagt, naja, wisst ihr was, komm. Nee, danke, das Level ist gerade uninteressant, da wollen wir uns gar nicht weiter einkaufen. Und dann, bums, dreht der Markt. Wir haben auch einen POC-Shift nach unten. Wir haben wieder einen positiven POC, negative Kerze und wieder eine starke Divergenz. Das heißt, alles das, was wir hier oben an diesen Punkten hatten, plus sogar die Value Area ist geschiftet, sind wir wieder in unserem nächsten Punkt. Und das ist ein wunderbares Pullback Reversal. Das bedeutet nicht, dass der Markt nach einem Pullback Reversal eine gigantische Bewegung machen muss. Das muss der Markt bei keinem Trade, den wir machen. Das muss der Markt allgemein nie. Aber wir haben einen ganz klar definierten Entry-Bereich. Wir haben einen ganz klar definierten Stop-Bereich.
Und wir wissen schon vorher, wo es prinzipiell interessant werden kann, wo wir einen Short suchen oder wo wir einen Long suchen. Das heißt, wir können uns lange genug darauf vorbereiten, dass wir wissen, okay, dieser Bereich ist interessant. Wir legen uns einen Alert, wir warten, dass der Markt in diesen Bereich kommt. Und wenn wir dann sehen, oh, guck mal, der Markt tut sich da schwer, super, oder der Markt, oh, bricht es, super, dann wissen wir können entweder den Long oder den Short Trade machen und haben so zwei wunderbare Möglichkeiten für Trades. Was will man denn mehr? Das ist doch perfekt. Deswegen ist ein Pullback Reversal das deutlich bessere Trading Setup als ein Reversal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.